Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 676. Heute sind die Mods eher wieder für PC und Mac gedacht, aber wie gesagt, wer weiß. Man weiß ja nie, ob die Mods auch mal für die Konsolengeschichten rauskommen. Da muss man auf den Mod-Hub immer achten. Es gibt Mods, das ist zwar nicht die riesige Menge davon, aber die kommt meistens zuerst raus und dann gibt es auch noch eine zweite Version dann für Konsolen. Also Interesse halber, wer will, kann auf jeden Fall schon mal angucken. Für die PC-Leute und Mac-Leute auf jeden Fall schon mal das Richtige. So, wir haben, nachdem ich vor einigen Tagen ja Zäune vorgestellt habe oder vielmehr Schilder vorgestellt habe, die man personalisieren kann, hier jetzt die Tor-Varianten. Soll fürs Räuspern. Ich habe jetzt hier die Tor-Varianten eine schon mal beschriftet. Ihr seht selber, es ist das die gleiche Art und Weise, wie es beschriftet wird. Es ist auch genauso wie bei den Schildern halt dementsprechend auch. Man hat hier mal einen schönen Ziffernblock. Der Ziffernblock ist immer der Part, an dem man das Ganze öffnet. Na, ihr seht selber, fährt schön zur Seite. Ich mache nochmal leise wegen dem Ton. Also funktioniert einwandfrei, kann man nicht anders sagen. Ja, die Tore, warum jetzt hier zwei Stück im Blau stehen, ist eigentlich ganz einfach. Es gibt die Variante auch immer noch mit einer Tür. Da geht ein kleiner Riegel zur Seite, das geht man per Hand auf. Den gibt es in die Bereiche gibt es hier in verschiedenen, ich glaube schon ziemlich viel Blödsinn. Das gibt es in zwei verschiedenen Bereichen, also immer mit Tür, ohne Tür. Und dann auch dementsprechend hier jetzt in verschiedenen Farben. Ne? Oder auch hier auf schön alt gemacht. Was natürlich auch was hatte. Hier auch mal eine Tornummer, eine Nummer kleiner. Je nachdem, wie man es haben möchte. Hier das Ganze mehr in weißlich. Hier mal in eher so verzinktmäßig aussehen und in klein. Hier nochmal verrostet und so. Und das geht dann hin bis hin zu Tore, die gar keine Automatik haben. Oh, da war ich ein bisschen voreilig. Sondern welche, die aufklappen. Auch die gibt es hier personifiziert. Ne, auch so Metall-Betonpfosten-mäßig und das Ganze jetzt hier auch mit Holz einsetzen. Dann sollte ich schnell zur Seite laufen. Und auch hier ein kleines Tor. Wenn ihr euch fragt, wie sieht das Ganze denn überhaupt aus? Ne, ich mache jetzt hier mal die Hilfe an und das Tor hier mal wieder zu. Ne, das muss ich natürlich jetzt. Ich mache das bei dem hier einfach. Richtigen Punkt erwischt? Ne, jetzt aber. So. Wenn man nämlich jetzt hier rangeht. Dann sieht man hier eher Menü öffnen und so seht ihr, wie es beschriftet wird. Man kann hier eine Nummer eingeben und man hat ein Textfeld. Das geht einfach damit Pfeil hoch und runter, kommen mal die Buchstaben. Man kann dementsprechend eine Rotation machen, das ist glaube ich aber so nicht drin. Man kann die Textfarbe und die Nummernfarbe auch nochmal einzeln bestimmen. Das ist der ganze Trick. Und so könntet ihr die Tore hier dementsprechend personifizieren, hätte ich was gesagt. Personalisieren und ja, das ist es dann in dem Sinne. So, in der Zeit, wo ich mich jetzt dann hier nochmal Richtung Shop bewege, kann ich nochmal eine andere Sache erzählen. Ich habe hier noch eine Mod mit reingenommen, die ich jetzt optisch aber nicht zeigen kann. Oder optisch nicht zeige, weil ich einfach nicht die Vorbereitungszeit hatte. So simpel ist es. Ich habe noch die Mod reingenommen und auch als Download-Link mit in der Liste drinne. Und zwar Stroh oder Rapsstroh. Das heißt, dass man aus Raps Stroh machen kann. Das ist jetzt nicht irgendwie eine fiktive Erweiterung, das gibt es in echt. Ich habe es auch schon im Kommentarbereich bei den Forbidden Mods Leuten gelesen, dass auch da ne, einige Landwirt-Jungs, die das Ganze auch hier spielen, schon geschrieben haben, dass sie es auch in echt machen. Das wurde auch mal für Pferdegeschichten und sowas gemacht. Ich weiß nicht, wofür das sonst noch gemacht wird. Aber wie gesagt, es gibt Rapsstroh auch in echt und deswegen finde ich die Mod auch gar nicht so verkehrt. Ist ja mehr ein Skript und nicht zum Zeigen, sondern wenn ihr das aktiviert, dann könnt ihr dementsprechend bei euren Dreschern dann da halt die Strohfunktion anmachen und dann kriegt ihr aus den Raps auch Stroh. Das ist der ganze Trick und da kann man dann auch dementsprechend dann Ballen dran machen, das Ganze lose machen oder wie auch immer. Ne? Das wollte ich jetzt einmal so nebenbei noch erzählt haben, damit wir den Spaß dann auch weg haben. Das ist nämlich sozusagen die Mod oder Modlink Nummer 6, ne? Damit ihr nicht durcheinander kommt. So, hier sind die ganzen Tore. Ihr seht selber, die liegen so 3,8, 4,2, 4,4, 2,5. Sind nicht unbedingt die billigsten. Es wird am Schluss hier noch etwas billiger, aber auch nicht so sonderlich. Ihr seht selber, hier sind auch noch Holztoren weiß. Ich habe also nicht alle Farben von den Aufklappbaren nachher hingestellt, muss ich zugestehen. Es gibt noch ein paar Versionen mehr, aber ihr seht hier, die könnt ihr alle dann ja mal eine Runde antesten und euch hier nochmal genau durchgucken. Die haben jetzt keine weiteren Folgekosten, was in dem Sinne schon wieder gut ist, aber haben halt einen relativ hohen Anschaffungspreis, was natürlich im Verhältnis zum echten Tor gar nicht mal so weit weg ist, wenn man das bedenkt mit dem Zahlenfeld, die Motorgeschichte und allem drum und dran. Einbau, Aufbau kostet natürlich auch in echt alles. Aber so habt ihr es halt gesehen. So, da haben wir das schon hinter uns.
Und ich hüpfe zum nächsten Part. Damit fangen wir erstmal an mit dem Strautmann, mit dem MS-1201. Ne? Streublitz, das ist ein Miststreuer. Sieht hervorragend aus. Hat Arbeitsscheinwerfer überall an den Seiten noch extra dran. Auch das macht was her. Seht ihr selber hier, also sehr, sehr gutes Arbeitslicht. Auch zur Seite hin. Ne? Wir haben hier schön die Platte, die wir einmal hochnehmen können. Wir können das Ganze auch hier dann in Aktion dementsprechend. Hier unten ist die Rauswurfgeschichte, hätte ich jetzt was gesagt. Aber die Verteilung an sich, da seht ihr dann die Dosierwalze. Ne? Hat schön hier eine Holzschott-Variante rum. Da sieht man hier sogar schön die Verschraubung und die Gegenplatten und sowas und den Winkel, der gesetzt ist hier und so. Auch das sieht sehr, sehr gut aus und macht einen sehr guten Eindruck. Auch die Anschlüsse sind sowas alles hier. Ich glaube, das ist sogar Dynamic Host, sind dementsprechend verbaut, meine ich sogar. Deswegen also schon ein sehr schöner Streuer. Dann gucken wir auch hier mal, was der denn kostet. Da seht ihr 29.500 bei 17.500 Litern. Das ist die Variante, die ihr so seht. Und wir können hier noch Reifenwechsel machen. Also es ist jetzt nicht, dass die Holzkante extra gesetzt ist, um die Kapazität zu erhöhen. Es gibt es die nur mit der Holzkante in der Kapazität. Wir brauchen auch 120 PS dafür und haben 12,50 Meter Arbeitsbreite. Das ist eigentlich schon ein sehr schönes Gerät, wenn man das so mit den anderen Einstiegsgeräten hier verwendet. Ne? Das ist ungefähr die gleiche Menge, ungefähr die gleiche Arbeitsbreite. 43.000, ne? Was soll ich sagen? Es braucht weniger PS, Arbeitsbreite ist größer, Literanzahl ist höher und es geht mehr rein. So einfach ist es. Finde ich also eine schöne Variante, sozusagen das kleine Geschwisterchen zu dem hier. Die Mittelform davon haben sie hier, glaube ich, gar nicht dabei, den Zweiachser. Ne, sind dann halt die beiden von Strautmann dann am Start. Also, sehr schöne Geschichte. So, dann kommen wir zu einer 2-in-1 Geschichte, hätte ich jetzt fast gesagt. Eigentlich schon, die Besonderheit hier ist erstmal die Mod Nummer 1, das ist nämlich das gute Stück, was hier steht. PHT-ABR-600 heißt das, glaube ich, das gute Stück hier. Das ist ein Vorbau mit einer bestimmten Funktion, das erzähle ich gleich. Es gibt das hier mit und ohne Gewichte. Die ohne Gewichte-Variante zeige ich euch auch noch, die steht nämlich hier. Und ihr wundert euch, Moment, ist das ein Gewicht? Warum hat das denn hier vorne eine Welle dran und sowas? Ja, die Besonderheit hier ist, das ist eine Motorbremse. Also sehr interessant, auch wenn das neue DLC oder neue Add-on dementsprechend für den Landwirtschaftssimulator rauskommt und wir in die Berge gehen. Das hier aktiviert, das werde ich euch nämlich jetzt einmal hier eine Runde zeigen. Ne, wenn man Gewicht hat und man fährt jetzt bergrunter und man fährt jetzt hier, ich fahre jetzt einfach mal los. Ich habe jetzt natürlich jetzt hier keinen Berg. Ich gehe jetzt einfach vom Gas, nämlich jetzt, und dann seht ihr, der rollt noch ein ganz schönes Stück hin und irgendwann bleibt er halt stehen. Das kann man halt, dafür gibt es halt eine Bremsunterstützung. Ich fahre einfach nochmal das gleiche Stück hier wieder zurück. Ihr seht jetzt oben, das Gewicht vorne ist angegeben, ganz normal. Ne? Ich mache das jetzt an, drücke halt das B dafür, fahre jetzt los und lasse jetzt die Bremse los. Und ihr seht, ne? Das ist halt über die Welle eine Gegenbremse, also eine Bremse, die auch dann, wenn man bergab fährt und vom Gas geht, natürlich noch eine zusätzliche Bremsleistung bringt zu der normalen Bremse. Ich habe jetzt nicht mal gebremst. Also das war jetzt reinweg nur die Motorbremse. Das habt ihr schon am Rollweg insgesamt gesehen, dass man hier natürlich dadurch bedeutend weniger Rollweg hat. Und natürlich dann auch, wenn man die zusätzliche Bremse noch hat, bergab, mit einem größeren Gewicht hier dann schön was bewegen kann. Ne? Also vielmehr, es sich nicht bewegen kann, weil man damit halt dann sehr gut bremsen kann und sehr gut auch den Hang runterfahren kann oder den Berg runterfahren kann. Ne? Also eine super Geschichte. Finde ich mal was anderes. Hat was. Ne? Ich mache es jetzt mal wieder aus. Ihr seht selber, es ist sonst hier vorne im Betrieb. Dann, jetzt ist es aus und dann passiert da nichts mehr und das war's. Das könnt ihr, wie gesagt, auch als Gewicht benutzen. Das geht dann bis zu, ich zeige euch das hier auch nochmal, unter Diverses, da seht ihr selber, 6.300 kostet es. Hauptfarbe könnt ihr bestimmen, wie ihr wollt. Ich hatte jetzt beim Class das extra angepasst. Wenn ihr jetzt sagt, ja, ich fahre aber doch hier in New Holland, ja, dann macht ihr es halt in Blau. Und ihr könnt halt 90, 270 oder 450 Kilo Gewicht noch dazu packen, wenn ihr wollt. Also, das ist das Teil. Finde ich eine sehr interessante, sehr gute Sache, muss ich sagen. Und könnte ich mir auch gut vorstellen, dass ich die Mod zum Beispiel dann mit anschmeiße, wenn es dann in die Alpine DLC dementsprechend geht. So, dann, wenn wir schon mal dabei sind, diese Variante hier mit den Texturen, die so, ja, ist nicht jedermanns Sache, Texturen, sag ich mal so. Man hat hinten die Rückleuchte und sowas alles schön verkleidet. Es sieht auch nicht alles unbedingt so super Metall aus, was Metall sein muss. Aber die Besonderheit an diesem guten Stück ist halt, ne, der gute Abkippmechanismus. Ich hätte jetzt hier noch was anderes einstellen müssen.
So, ich mache hier mal wieder runter. Wir haben nämlich auch noch eine Abdeckung und sowas. Das hätte ich natürlich vorher zeigen können. Und dann schauen wir mal. So. Ne? Die können wir nämlich nicht sehen, weil es ist Abdeckung anzumachen, aber sie ist halt einfach nicht da. Ne? Wir können Abkippseite unten machen oder über einen Kornschieber. Ne? Das ist dementsprechend auch noch zu wählen. Und wir können mit X das Ganze aufklappen. Und dann kommt noch die Besonderheit. Ihr seht, hier kommt nämlich der Part dazu. Es ist dann ein Lift. Das heißt also, damit kann man auch Sachen unterwegs befüllen, überfüllen, überladen oder was man halt dementsprechend möchte. Dadurch, dass man hier hinten durch diese Doppelhydraulik, die hier hinten leider auch nicht in Metall ist, genau wie die Hydraulik da auch nicht. Ich hoffe, dass da vielleicht nochmal was dran gemacht wird. Sonst finde ich das nämlich eine sehr schöne Geschichte, dass man das Ganze so nutzen kann. Ne? Wenn ich dann das Ganze aufmache, dann seht ihr selber, dann ist das mutwillige Abladen noch die Klappe, die hinten aufgeht. Ne? So fahre ich es runter, wenn ich dann X drücke, ihr seht selber, das macht er natürlich nicht, dann macht er einen Fehler. Also man muss immer erst X das Ganze wieder absenken, aber auch wenn er damit mal eine Runde rumbackt, seht ihr, jetzt habe ich es runtergesetzt und dann macht das auch. Ich habe jetzt nichts weiter dran gemacht, das funktioniert also trotzdem. Ne? Also wie gesagt, da müsste man vielleicht noch so ein bisschen was dran drehen an den Texturen. Oder man, ne, wenn ihr so schon damit arbeiten mögt, warum nicht? Ich finde halt die Hebetechnik gut. Ich kann das sonst von Roland, glaube ich, gibt es auch noch solche Varianten. Und hier können wir das Ganze auch mal angucken bei Hängern. So, da haben wir 27.000 kostet er, 22.000 Liter kann er bis zu haben. Dann muss man allerdings ne, hier die Aufbauten dazu machen. Und dann hat man 28.000 noch was ausgegeben, weil er kostet 1.500 mehr. Wir haben noch Abdeckung, ja, nein, die kostet 500, aber war leider nicht zu sehen. Kann auch sein, dass erst mit dem Endbau hier die Abdeckung dazukommt, aber ich sehe sie jetzt auch hier nicht eingeblendet. Nur die Felgen unten zittern ein bisschen. Muss mal gucken, also da könnte man vielleicht auch ein paar Sachen dran machen, auch an den Texturen. Sonst von der Idee finde ich es gut. Ich fand die Rollern-Sachen damals auch immer schon gut. So, damit haben wir die Mod auch erledigt und die auch und, oh, hier steht da noch eine. Ja, eine haben wir noch. Wir haben nämlich den guten John Deere hier. Das ist auch noch keine Endversion, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Er sieht so schon ganz okay aus. Man sieht hier auch schön noch, dass Lampen davor gesetzt worden sind. Man sieht aber hier zum Beispiel noch keine Blinker, noch keine Rückleuchten und die Lichtfunktionen sind einfach auch noch nicht da. Aber sonst von den Texturen, von den Feinheiten her ist alles okay. Ich glaube, das John Deere Schild gehört auch noch ein bisschen anders. Ich meine, das wäre auch ein bisschen gelb mehr sonst. Es sieht halt sehr, sehr gut aus sonst. Wie gesagt, Licht habe ich jetzt hier in 0 Funktion. 2950, wenn ihr den in der Liste sucht, läuft der unter John Deere 29X50. Allerdings, wenn wir jetzt im Shop gehen, das werde ich mal als erstes hier tun, damit ich das nicht vergesse. Da sehen wir es, 2X50, 15.000 Grund. Wir haben die Variante Standard oder Chrom Auspuffanlage und Frontlader, ja, nein. Und wir können auch nichts weiter einstellen. Es gibt den also nur 2950 Variante. Der kostet, hat 85 PS. Warum das mit X gemacht worden ist und nicht einfach gleich 2950 hingeschrieben worden ist, weiß ich nicht. Wenn man alles ransetzen möchte, ist man tatsächlich bei 17.800 dann für das Gerät. Was vom Preis ja immer noch okay ist. Wie gesagt, noch kein Licht. Motormäßig auf jeden Fall schon was gemacht. Und animationsmäßig wird das Handgelenk da auch noch anders strapaziert. Und das zeige ich euch jetzt mal. Muss natürlich überall gegenfahren, aber ihr seht es selber. Ne, eher hier die Hebelgeschichte und sowas. Ist alles schön mit animiert. Bin jetzt nochmal ruhig für den Rest des Motors. Ja, weil so ist er sonst eigentlich ganz gut gelungen, finde ich. Also der ist eindeutig ausbaubar. Ne, hier sehen wir selber, Motor starten, wenn ich Licht anmache, hier haben wir noch eine Kontrollleuchte, die da blinkt. Ne, ihr seht da, dass da irgendwelche Digitalanzeigen arbeiten und der Hebel bewegt wird. Das sieht natürlich von außen mit der Version drauf dann noch besser aus, ne, kann man nicht anders sagen. Frontlader, alles ist sonst dran, also wie gesagt, sehr, sehr schöne Ansätze. Noch keine finale Version, aber schon mal eine Sache, auf die man sich dann
freuen kann. Ich finde ihn nämlich so eigentlich schon mal ganz gelungen im Ansatz, muss ich sagen. So, ja, was soll ich sagen? Aber mit dem Blick auf das gute Stück hier sind wir am Ende von der Folge von heute. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen. Und ein Abo wäre natürlich spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis morgen.